Herzlich willkommen zum Vodcast unter dem Hashtag Umdenken im Tourismus. Ein Projekt der IOBH, um Innovationen zu entwickeln, damit wir die Corona-Krise im Tourismus erfolgreich überwinden. Mein Name ist Jacqueline Reusch und gemeinsam mit meinem Team bestehend aus Lea Kirschberg, Luisa Schulz, Katharina Riedmiller und Schultivit Tukanto haben wir im Rahmen dieses Projektes eine Campingroute durch das Münsterland entwickelt. Ziel dabei ist es, die derzeitigen Reiseeinschränkungen mithilfe dieser regionalen Urlaubs- und Erholungsmöglichkeit zu überstehen und dabei das Münsterland zu bewerben, welches zuvor leider noch nicht wirklich mit dem Begriff Camping in Verbindung gebracht worden ist. Dies möchten wir mit unserer entwickelten Campingroute ändern und den Campingtourismus im Münsterland populärer und schmackhafter machen. Das Ganze ist an der bereits existierenden 100-Schlösser-Route orientiert und soll die regionale Wirtschaft stärken. Unsere Partner bei der Entwicklung waren zum einen der Münsterland e.V. sowie der ADAC. Unsere Campingroute streckt sich einmal komplett über das Münsterland und ist für circa 2 Wochen ausgelegt. Natürlich ist das nur eine Empfehlung und man kann sich auch länger bzw. kürzer aufhalten, da die Route individuell gestaltet werden kann. Für Wochenendtrips bieten sich auch unsere Nebenrouten an, die wir im Folgenden noch genauer vorstellen werden. Am besten geeignet ist die Route für Menschen mit Reisemobilen, aber auch hier besteht noch viel Potenzial, es auf den Campingtourismus mit dem Zelt auszuweiten. Machen wir uns nun auf den Weg zu unserem ersten Stopp nach Vreden. Unsere Highlights in Vreden sind die hier heimischen Flamingos an Zwillbrocker Venn sowie die schottischen Hochlandrinder in Witteven. Interessiert man sich außerdem für Kultur, sollte man der fürstbischöflichen Burg einen Besuch abstatten. Möchte man den Tag lieber körperlich aktiver gestalten, so kann man eine Ruderbootsfahrt auf der Ahauser Ah machen oder eine Radtour auf einer der vielen Radwege wie der Flamingo-Route, dem Europaradweg R1 oder der sogenannten Naturtour Vreden für alle, die, wie der Name schon verrät, durch ihre Barrierefreiheit für jeden eine Möglichkeit darstellt. Nach einem ersten, aufregenden Tag findet man dann Ruhe auf dem Stellplatz Hotel und Freizeitcenter Vreden. Von hier aus gelangt man dann auch schon zur ersten Nebenroute, die über Stadtlohn, Südlohn und Velen führt. In Velen hat man die Möglichkeit, den Tiergarten zu besuchen, was nicht nur für Spaß bei jungen Familien sorgt. Wird schon jetzt eine Entsorgungsstation benötigt, wird man im Erholungsgebiet Waldfehlen fündig. Weiter geht's nach Borken, ein Paradies für Natur- und Kulturliebhaber. Wie wäre es mit einem Picknick am Pröbstingsee oder im Garten Picker? Oder einem ausgiebigen Spaziergang im Naturpark Hohe Mark? Sind Sie unter anderem wegen der anliegenden 100-Schlösser-Route in die Gegend gekommen, so finden Sie hier nicht nur die Burg Gehm, sondern auch das Schloss Lembeck und das Schloss Resfeld. Auch in Resfeld gibt es einen Tiergarten, den es zu besuchen lohnt. Falls der Wunsch nach etwas Urbanität besteht, bieten die Einkaufszentren Coombe Center und der Wennehof etwas vom städtischen Charme. Nächtigen kann man anschließend auf dem Stellplatz am Freizeitbad Aquarius Bad. Den nächsten Stopp haben wir in Dülm geplant. Dort ist unser Highlight die dort lebenden Wildpferde. Vielleicht möchten Sie auf dem Weg dorthin ja einen Halt an Eva Wiens Bauernliedchen machen oder sich eine kleine Stärkung am Ferienhof und Café Schnieder besorgen und Ihre Speisen am Picknickplatz Wildpferde verzehren. Für die Übernachtung haben unsere Reiselustigen die Qual der Wahl. Wie wäre es mit dem Naturpott Borkenberge? Oder doch der Campingplatz Tannenwiese? Ach, da gäbe es sonst auch noch den Freizeitpark Dülmener See. Bleiben Sie ein paar Tage hier, so können Sie am nächsten Tag ganz stressfrei mit dem Fahrrad innerhalb von knapp 20 Minuten zum Silbersee 2 radeln und sich dort im kühlen Nass erfrischen. Oder Sie radeln ein wenig länger und erreichen in knapp 35 Minuten den Kletterwald in Haltern am See. Lasst uns weiter auf ein Fleckchen, nach Lüdinghausen um genauer zu sein, um uns von zahlreichen Schlössern und Burgen verzaubern zu lassen, die man wirklich nicht verpassen sollte. Da wäre zum einen die Burg Fischering, die Burg Lüdinghausen sowie die Burg Nordkirchen, deren Besichtigung man gut mit einer Radtour aus Lüdinghausen verbinden kann. Fährt man über Ascheberg, so kommt man auch noch am Schloss Westerwinkel vorbei. Wie schon beim vorherigen Stopp gibt es auch hier eine kleine Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Da wäre der Campingplatz Nihus, der Campingplatz Osterfeld oder der Wochenendplatz Peters. Bevor es weitergeht, noch ein kleiner Geheimtipp. Im September findet in Lüdinghausen immer das Open Air Kunst im Park statt. Ach ja, da wären wir dann auch schon bei unserem nächsten Stopp. Beckum, ein kleines Städtchen mit einem See, der nicht grundlos die Blaue Lagune genannt wird. Denn nein, man muss nicht ganz nach Island reisen, um diese zu finden.
Das Wasser mag vielleicht nicht ganz so warm sein, wie es vielleicht dort der Fall sein mag, aber im Sommer sind wir ja auch auf der Suche nach einer Abkühlung, nicht wahr? Apropos Wasser. Befindet man sich lieber auf statt im Wasser, so hat man am Tuttenbrocker See die Möglichkeit, Wasserski zu fahren. Wenn man dann ausgepowert zum Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz am Hallenbad fährt, kann man noch etwas Proviant am Hofladen Brandkamp besorgen. Auch in Beckum haben wir einen Geheimtipp für euch. Unsere KommilitonInnen haben eine Radschnitzerjagd entwickelt. Schauen Sie dafür doch mal bei Kliebe vorbei. Gefällt es Ihnen hier auf der Ecke, können Sie diese mit Hilfe unserer zweiten Nebenroute intensiver erkunden. Diese führt über Oelde, wo Sie die Potzbrauerei besichtigen können oder einen Spaziergang durch den Vierjahreszeitenpark machen können. Außerdem befindet sich hier auch das Kulturguthaus Notbeck, in welchem sich zudem ein interessantes Literaturmuseum befindet. Auch kann man kostenfrei auf den dortigen Obstwiesen Obst pflücken und ein gemütliches Picknick machen, während man an einer der Höhlenseln einer Geschichte lauscht. Ist einem wieder nach Schotten zumute, so findet man hier gute Schnäppchen im Opus Outlet. Nun wird es aber bestimmt auch schon wieder Zeit, eine Entsorgungsstation aufzusuchen. Diese finden Sie am Parkplatz am Werl in der Gütersloher Straße. Auf zum Campingplatz Heidewald in Sassenberg. Von hier aus schnappen Sie sich am besten Ihre Fahrräder und landen innerhalb von ca. 25 Minuten im schönen Warendorf, welches berühmt für seinen historischen Stadtkern ist. Auch könnte man den Feldmarksee in Sassenberg besuchen oder das Westfälische Landesgestüt. Ganz in der Nähe befindet sich außerdem das Schloss Freckenhorst. Pferdefreunde können in Warendorf Gruppenführungen übers Reiten buchen und vielleicht ja noch ein Möhrchen für die Pferde am Hoflädchen Hof Heseka besorgen. Ab Warendorf führt uns die dritte Nebenroute über Bad Iburg, wo es das Schloss Iburg zu besichtigen gibt. Unseren nächsten Stopp machen wir in Tecklenburg, wo Sie von einem historischen Stadtkern und den Dörrenter Klippen bei Ibbenbüren willkommen geheißen werden. Des Weiteren können Sie die Burgruine Tecklenburg, das Haus Mark und das Jagdschloss Habichtswald besuchen und entdecken. Auch finden Sie hier die berühmten Wanderwege der Teutoschleifen, die Sie mit atemberaubenden Aussichten belohnen werden. Falls Sie währenddessen eine Verschnaufpause brauchen, sollten Sie vorab auf dem Biolandhof Bäumer vorbeischauen und Ihren Picknickkorb mit regionalen Lebensmitteln füllen. Verbringen Sie Ihren Tag lieber am Wasser, können Sie von Tecklenburg aus an den Hardorfer See bei Wettringen fahren. Ihren Schlaf finden Sie auf dem Campingplatz Bocketal oder dem Regenbogen-Campingstellplatz Tecklenburg. Eine weitere Entsorgungsstation ist in Leden zu finden, in der Grafenstraße 31. Unsere nächste Nebenroute führt uns über Neunkirchen, wo man die St. Anna Pfarrkirche und die Villa Hecking besichtigen kann. Wir nähern uns dem Ende unserer Route, aber erstmal machen wir einen Halt in Steinfurt. Ein kleines, aber sehr feines Örtchen mit einem attraktiven historischen Stadtkern und dem Schloss Steinfurt. Erholung finden Sie am Ende des Tages auf dem Campingplatz Hof König oder dem Wohnmobilstellplatz Steinfurt. Unsere finale Destination ist schließlich Münster. Diese Stadt hat so viel zu bieten, dass Sie gleich ein paar Tage hierbleiben können, ohne auch nur einmal Langeweile empfinden zu müssen. Es gibt eine Menge Museen, wie das Picasso-Museum Münster, das LWL-Museum, das Naturkundemuseum oder das Pferdemuseum. Begeistern Sie sich für Architektur, so werden der Münsteraner Dom, das Rathaus des Westfälischen Friedens und die Lamberti-Kirche Sie zum Staunen bringen. Weitere Highlights sind der Mühlenhof, der Prinzipalmarkt und der Stadthafen, der ein breites Angebot an Gastronomiebetrieben bietet. Für die Übernachtungen muss man ein wenig aus der Stadt herausfahren und findet dann aber den Campingplatz Münster oder man nächtigt auf dem Stellplatz am Ostbad oder dem Busparkplatz an der Ems in Telge. Münster ist zudem bekannt für seine Universität, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, kurz WWU, welche unter anderem im Schloss Münster ist und einen schönen botanischen Garten pflegt. Spielt das Wetter mal nicht so mit, wie Sie es sich wünschen, so verbringen Sie Ihren Tag doch im Allwetterzoo. So wird auch der Tag garantiert ein Erfolg. Um Münster gibt es ferner noch das Haus Rüschhaus, wo einst die bedeutende Autorin Annette von Droste-Hülshoff lebte und ihre Werke verfasste. Zusätzlich findet man in Münsters Umgebung das Schloss Hülshoff, das Schloss Wikinghege und zuletzt das Haus Heidhorn Erbrostenhof, wo man mit seinem Partner oder der Familie ein gemütliches Picknick machen kann. Mit der Fahrt über Ahaus, wo das Schloss Ahaus steht, und einem Besuch in der Feinbrennerei Sasse erreicht man abschließend wieder Frieden, wo unsere Reise begann.
Das war ein Einblick in unsere Campingroute durchs Münsterland. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns darüber, Sie mit diesem Projekt inspirieren zu können. Wir sind und bleiben gespannt, was für weitere Ideen durch Ihr und unser Umdenken im Tourismus entstanden sind und welche uns noch erwarten.